Der Ball klar, zu weit über den Block. Rübergeschlagen. Punkt. 21-22. Es geht in die entscheidende Phase. Lina Meyer und Denise Anke erneut jetzt mit der Angabe. Und das klappt auch gleich besser. Patricia Thormann, der Ausgleich. Da hängt auch schon ein bisschen Foot dahinter, wenn die Party da abzieht auf Diagonal von rechts nach links rüber. Und also, alle Achtung, Satz, Ausgleich 22-22. Was vor allen Dingen jetzt besser funktioniert hat auf Schweriner Seite, war dieses Stellen, diese Finte, dass man auch auf die andere Seite hätte spielen können. Und da war dann die Lücke frei für Patricia Thormann. Der Block von Schaus. Ja. Und wieder. Und sie... Da hat sie das Auge gehabt, Patricia Thormann. Und wieder gestellt für Thormann. Und jetzt die kurze Variante für Schaus und der Treffer. Und die Führung hier im zweiten Satz. Ja, das war ein ganz schöner Ballwechsel. Ganz toll. Und mit Übersicht durch die Nadja Schaus abgeschlossen. Führung im zweiten Satz für den SSC. 23-22. Ja, wer hätte das gedacht? Ich. Und Denise Hank. Oh. Der war klasse geholt von Sonthofen. Das gibt 10 Applaus hier selbst vom Schweriner Publikum. Und Julia Retzlaff mit dem 24-22. Und Denise Hank jetzt mit der Aufgabe zum Satzgewinn. Ja, genau. Der zweite Satz ist möglich. Denise Hank schlicht auf. Unsicherer Schlag, Retzlaff. Schlechtes Anspiel. 24-23. Erster Satzball abgewertet. Und jetzt schlicht auf die Holländerin für die Sonthoferin. Elena Newe. Und sie müssen nur noch einen Satzball abwehren. Dann haben sie erstmal einen Punkt Ruhe. Und Thormann. Mit dem Block und der Punkt geht an Schmerin. 25-23 geht auch der zweite Satz an den Schmeriner SC. Durchschnaufen in der Schmeriner Arena für den SSC. Und Kopfschütteln bei Sandhofen, dass es nicht geklappt hat im zweiten Satz. Und wir hören uns gleich wieder im dritten Satz in der Arena in Schmerin. SSC gegen Allgäu-Team Sandhofen. Ja, und alles ist wieder bereit und fast alles ist vergessen. Was Einzige, was bleibt. Zwei Satzpunkte für den Schweriner SC. Und auf geht's in den dritten Satz gegen Allgäu Sonthofen. Der Ball an der Stange vorbei, an der linken Stange. Und das darf er nicht und deshalb der Punkt für den Schweriner SC 1-0. Ja genau, also das war dann aus, wenn er da links die Stange passiert. Und Aufschlag für Schwerin jetzt, Janine Völker. Nee, Julia Retzlaff bei der Angabe. Und Patricia Thormann scheitert an Sina Kostrotz 1-1. Ja, und wenn man in SSC gefilmt bleiben würde, dann würde man sagen, okay, ein schlechter Satz haben sie immer dabei. Zumindest zu Hause. Den haben sie dann jetzt abgehakt, hoffe ich. Patricia Thormann. Da hat man auch gesehen, die Körpersprache, den Willen von der Ehe. Also Wahnsinn, was da für Foot hinterhängt. 2-1 im dritten Satz. Also sie will, das sieht man hier an. Wenn man ihr ins Gesicht schaut, dann weiß man sofort. Na, der Schaus.
Und der Ball ins Aus von Kostrot. 3:1 für den Schweriner SC und Nadja Schaus erneut. Und Anja Brandt mit dem Block. Wunderbar, der Block gestanden von Anja Brandt und dann rutscht der Ball wieder ins Feld der Gäste. 4:1. Ja, erleben wir jetzt so einen Satz, wie wir ihn im ersten Satz schon mal erlebt haben? Es ist alles möglich, wie gesagt. Du hast es eben gesehen, Sonthofen war auch mit 6-7 weg. Schwerin holte sich den Satz noch zum Schluss. Also man sollte so viel Respekt dem Gegner auch zollen und sagen, hier nicht nach 4:2 Punkten, dass der Satz weg ist. Also das wäre der größte Fehler, den man machen kann. Ja, das ist auch der Punkt für Sonthofen und Anne Kleven mit der Angabe 4:2. Und Dormann mit dem Block und der Block geht ins Aus, 5:2 für Schwerin. Dormann mit der Angabe. Und der Ball von Dormann zu weit. Ja, okay, passiert. Abhaken, weiter geht's. Angabe für die Gäste aus Sonthofen. Ja. Sina Kostrot. Und Janine Völker macht daraus noch einen richtigen gefährlichen Ball. Und der Ball immer aus und da war niemand dran. Punkt für Schwerin, 6:3. Ja, so ist es genau. Und auch die Janine Völker eben, das war mit Überlegtheit, mit Blick gespielt. Das war nicht einfach so wahllos in die Gegend umher, sondern das war schon so gewollt und das hat sie gut gelöst. Also super. Und da kriegt sie die Hände nicht zusammen, Denise Hanke, und dann fällt der Ball durch. Ja, das war eben ein Blockfehler der SSC-Seite und so geht der Ball ins Aus. Punkt für Sonthofen. Spielstand 6:4. Und Sandra Ittlinger mit der Angabe. Und der Punkt von Julia Retzler. Ja, auch die Julia Retzler, Wahnsinn. Auch mit Übersicht die Lücke gesucht, gefunden, abgeschlossen. 7:4. Anja Brandt mit der Angabe, die erste ging ins Netz, die zweite nun. Der Ball war aus, keiner dran. Punkt für Schwerin, eine technische Auszeit, 8:4. Gucken jetzt auch nochmal auf die Gäste, aber es scheint sich das zu bestätigen, was du im ersten Satz schon mal gesagt hast, nämlich, dass das ein sehr ruhiger Vertreter ist, der Trainer von Sonthofen. Und sie haben ja schon eigentlich das erreicht, was sie vielleicht gar nicht geglaubt haben, und zwar, dass sie diesen zweiten Satz so dominiert haben, dass es nicht ganz gereicht hat für den Satzgewinn. Okay, ist eine andere Sache. Aber sie haben den Satz bestimmt. Sie haben bis zum 23 oder 22 einen Punkt haben sie den Satz geführt und mussten sie dann erst auf der Zielgeraden, sag ich mal, abgeben. Und da kann der Trainer durchaus zufrieden sein mit. In Schwerin will eigentlich jeder mal versuchen, einen Satz zu gewinnen. Zumindest mal einen Satz zu gewinnen. Und ich hoffe mal, sicherlich gab es auch Mannschaften aus der oberen Region wie Dresden, Vilsbiburg, die hier mal die Spiele gewonnen haben, auch mit 3:0 und so. Aber es soll hier auch eine Festung werden, die uneinnehmbar wird für die Gäste. Ne? Ja, der Punkt jetzt von Anja Brandt. Schlechte Annahme da von Gologolova. Ja, der richtige Festung war das hier bisher, aber noch nicht. Wir haben jedes Spiel, abgesehen jetzt von Berlin, hier zumindest einen Satz abgegeben, den Pokal sogar verloren hier gegen
Smart Allianz Stuttgart. Und jetzt Netzangabe. Aber jedes Ziel erfordert viel Fleiß und Schweiß. Und dass das nicht von heute auf morgen so wird, das ist doch jedem klar. Die Arena existiert jetzt dreiviertel Jahr, glaube ich. Und die Mannschaft ist auch im Umbruch. Es sind einige Leistungsträger, haben den Verein verlassen, wie Kaspersky oder Silvia Roll aus verletzungsbedingten Gründen gar nicht mehr spielt, nach meinem Kenntnisstand. Und die Mannschaft muss sich finden, das tut sie. Und es wird, da bin ich mir sicher, es wird hier noch eine Festung, keine Angst. Ja, das ist eine mutige Voraussage und wir werden das weiter verfolgen. Julia Ratzlaff jetzt mit dem Punkt. Nach diesem tollen Ballwechsel zum 10 zu 5. Denise Hanke. Oh, der war deutlich verzogen. Ja gut, das passiert bei diesen gewaltigen Wurfaufschlägen. Da ist kein Erfolg. Also ich wäre auch froh, wenn ich den Ball mal so rüberkriegen würde, sage ich mal ganz ehrlich. Aber alle Achtung, passiert, weiter geht's. 10-6. Und auch der Ball dann im Netz. Linda Neve. 11-6. Ja, auch wenn das am Fernseher gar nicht so rüberkommt. Es ist doch schon gewaltig, da auf dem Feld zu stehen, diese Bälle so mitzunehmen, überhaupt mal anzunehmen, wenn die so gewaltig geschlagen sind. Ja, das sieht für den Laien immer so einfach aus, ne? Da kommt nur ein Ball und den musst du doch nur annehmen, ne? Ja, aber wie? Da muss ja auch noch irgendwo auf die andere Spielerin zugespielt werden, damit man auch irgendwo da was Zählbares draus machen kann. Und das ist eigentlich der Reiz dieser Sportart. Und da ziehe ich den Hut vor allen Mädels, allen Männern, die Volleyballsport betreiben, also... Sina Kostrotz jetzt. Und da Patricia Thormann völlig frei und kann ihn verwandeln zum 12-7. Ja, es ist richtig, was man als Laie oftmals gar nicht weiß, dass beim Volleyball ja auch viel aufs Zuspiel ankommt, dass man eben zuspielen muss und nicht einfach den Ball rüberbringen, wie beim Ball über die Schnur. Eben. Und es ist ja nicht so einfach gesagt, ich fange jetzt diesen Ball mal. Da gibt es bestimmte Fertigkeiten, wie welche Finger oder was den Ball berühren muss, um damit er auch sanft aufkommt und auch wieder zugespielt werden kann, ohne dass er wegprallt, ne? Ja, und jetzt haben wir Nadja Schaus auch mit der Angabe klar daneben. Bekommt man jetzt Schwerin her Angst vor der eigenen Courage, der Ball war aus. Wahnsinn, was jetzt für Angaben abgegeben werden. Lina Meyer, 13-8. Patricia Thormann darf als Nächste. Ja, die hat bisher ein super Spiel gemacht und... Oh, klasse Angabe. Auch, ja, super, super Angabe. Und der Block steht. Janine Völker und Anja Brand sind da hochgestiegen. 14-8. Patricia Thormann. Und wieder der Block von Brand und Hanke gegen Kostrot. 15-8. Und der Ball war drinne. Gugulova mit dem Punkt. 15-9 und schlicht auf die Nummer 15 für Sonthofen. Sina Kostrot. Ja, beim Stand von 15-9 für den Schwerin SC. Ein kleiner Blick auf den Trainer des SSC, Tude Alexanderson. Klasse wieder gespielt. Wieder die Variante gespielt und dann rausgespielt auf Janine Völker. Und jetzt technische Auszeit beim 16-9. Ja, super. Die Janine Völker eben gemacht den Punkt und... Sie geht auch gleich nach der Auszeit zur Angabe, habe ich das Gefühl. Und das läuft. Es läuft momentan. Und wir könnten heute den 3-0 Heimerfolg des SSC feiern. Wenn sie so weiter konzentriert spielen und den Anweisungen des Trainers Folge leisten, dann sollte das eigentlich nicht mehr schief gehen. Ja, mal abgesehen vom zweiten Satz steuert das Schwerin auf diese Trotzreaktion.